wir feiern ein Fest, das schon mindestens 5000 Jahre alt ist und ursprünglich in der Kurukshetra stattfand, wo eine Sonnenfinsternis stattfand und viele, viele Pilger kamen. Unter anderem Krishna aus Dwaraka kamen dorthin, aber auch die Einwohner von Vrindavan, sie kamen auch dorthin. Und sie sahen nach vielen, vielen Jahren, nach langer Zeit der Trennung, das erste Mal wieder Krishna, Balarama und Subhadra. Und die Einwohner von Vrindavan, sie gerieten in Ekstase, weil sie eigentlich Krishna wieder zurück nach Vrindavan haben wollten. Nahmen sie die Seile, die wir hier auch gerade hier festhalten, nahmen sie die Seile von der Kutsche und zogen Krishna und Balaram und Subhadra wieder zurück nach Vrindavan. Und Krishna war darüber so erfreut und auch verzückt, dass er ganz große Augen gemacht hat, wie wir hier auch sehen, und ein breites Lächeln auf dem Gesicht trägt, zusammen mit seinem Bruder Balaram und seiner Schwester Subhadra. Dieses Fest ist ein Fest der Liebe. Diese Seile, die Sie hier sehen, das sind Seile der Liebe, Beziehung. Wir finden oft heute den Beziehungsstatus, habe ich mal gesehen. Auf Facebook gab es, oder gibt es, glaube ich, immer noch einen Beziehungsstatus. Und der Beziehungsstatus von den Einwohnern von Vrindavan, der ist kompliziert. Weil die Einwohner von Vrindavan, allen voran die Kuhhirtenmädchen, die Gopis, sie wollten Krishna wieder zurück nach Vrindavan zurückziehen. Da finden wir auch das Wort ziehen von Beziehung. So, liebe Hamburger, vielleicht gibt es auch ein paar Skeptiker unter Ihnen, die sich fragen, was zum Himmel? Ich wollte schon fast das andere Wort nehmen, aber wir bleiben mal beim Himmel. Was zum Himmel macht ihr hier, Freunde? In den alten vedischen Schriften wird beschrieben, dass Gott zur gleichen Zeit alldurchdringend und unpersönlich sein kann, aber auch gleichzeitig im Herzen aller Lebewesen weilt, als Paramatma, als die Überseele, und zur gleichen Zeit auch als Bhagavan, als die höchste Persönlichkeit Gottes, auch gegenwärtig sein kann. In der Bibel finden wir die Formulierung: Der Mensch wurde nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen. Haben Sie vielleicht noch im Ohr vom Konfirmandenunterricht. Und die logische Schlussfolgerung ist, wenn wir mit Armen und Beinen und einem Gesicht nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen wurden, ja, natürlich muss Gott auch darüber hinaus, dass er alldurchdringend ist, auch eine Gestalt haben. Eine ganz konkrete Gestalt mit Händen, mit Beinen, mit einem Gesicht. Und wie wir hier sehen, es ist kein grauer, alter Mann mit einem langen, langen Bart, sondern es ist ein fröhlicher Kuhhirtenjunge, der ein breites Lächeln hat. Und die Augen sind hier so groß, weil er gar nicht genug vom Anblick seiner Geweihten haben kann. So, warum soll Gott das nicht tun können? Wir wissen, die Definition von Gott ist der Allmächtige. Wir haben das auch im Islam. Allahu Akbar heißt Gott wirklich. Gott ist größer, wie du ihn dir vorstellst. So, wenn wir denken, Gott kann nur unpersönlich sein, nur ein Licht, dann sagen wir, nein, Gott ist größer als deine Vorstellung. Er kann gleichzeitig auch eine Form haben und du kannst eine Beziehung zu ihm haben und ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen. Das ist unser Festival hier in Hamburg.
Und wir laden Sie alle herzlich ein, mitzukommen. Wir haben noch eine tolle Route. Krishna hat sich eine schöne Route an der Binnenalster ausgesucht. Oder wieder zurück. Aber wir machen einen U-Turn und drehen dann wieder. Und wenn Sie mitkommen, Sie können auch gerne an diesen Seilen ziehen. Fragen Sie einfach, ob man ein bisschen Platz macht. Und ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen Platz gemacht. Und dann, wenn Sie sogar mitlaufen, es dauert vielleicht eine halbe Stunde, dann haben wir vor dem Saturn, haben wir ein kleines, kann auch groß werden, mal gucken, wenn 2 Millionen Hamburger kommen, kann es auch etwas größer werden. Machen wir dort ein schönes Fest mit Tempeltanz, mit Musik, es gibt ein bisschen was zu naschen vielleicht. Und wir haben schöne Bücher und man kann sich mit den Devotis, mit den Gottgeweihten auch nett unterhalten. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir chanten jetzt weiter unseren Mantra, das sind Namen von Gott. Sie können natürlich auch jeden anderen Namen singen. Wir sagen nicht, das sind die einzigen Namen Gottes. Wir haben keinen Absolutheitsanspruch, aber es sind sehr mächtige Namen, die vedischen Schriften sagen, für dieses Zeitalter sogar die mächtigsten. Und wir können alle zusammen mal chanten. 3, alle Handys jetzt mal weglegen. 2, und sich konzentrieren. 1, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Sri Jagannath, Sri Baladev ki jai, Sri Bhatra Devi ki jai, Sri Jagannath Swami Ratha Yatra Festival ki jai, Hamburg Yatra ki jai, Yamuna Außenalster ki jai, Saura Premanandi Hari Hari.